Hallo und herzlich willkommen bei Games 9. Ich bin Stone und heute werde ich euch Oblivion vorstellen. Oblivion ist mittlerweile ein 4 Jahre altes Spiel, wurde 2006 veröffentlicht und ist definitiv eines der besten Fantasy-RPG-Eposse, die jemals veröffentlicht wurden, zumindest meiner Meinung nach. Ja, das wird jetzt mein erstes Let's Play, das ich jemals gemacht habe. Ich habe vorher auch noch nie mich selbst aufgenommen oder auch generell Games, die ich gezockt habe. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Dann wollen wir auch mal nicht mehr lange rumschwätzen und fangen auch gleich mit einem neuen Spiel an. Jawohl. Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Damit wären wir auch schon bei der Charaktererstellung. Gut, dann sieht für den Anfang ziemlich standardmäßig aus. Da können wir erstmal unseren Charakternamen eingeben. Es gibt verschiedene Rassen zur Auswahl. Kaiserliche, das sind im Prinzip die normalen Menschen. Sie sind in allem ausgeglichen gut und haben nirgendwo besondere Vorteile oder ausdrückliche Nachteile als Rasse. Dann gibt es noch die Khajiit, das sind Katzen, katzenähnliche humane Wesen. Und wie man sich denken kann, Katzen, die sind agiler, schneller unterwegs, also somit die ideale Klasse für Leute, die gerne Diebe spielen oder Bogenschützen und solche Klassen. Die Nord sind ein sehr hochgewachsenes Volk und sind eben auch stärker und zäher gegen die meisten Angriffe. Und eignen sich somit besonders gut für Krieger, Kreuzritter und solche Sachen. Dann haben wir natürlich noch die äußerst hässlichen Orks. Ich finde, vor allem in Oblivion sind die Orks sehr hässlich. Ich würde hier einfach keinen Ork spielen. Und wie man sich denken kann, sind die natürlich auch vor allem dazu geeignet, Krieger zu sein. Grober Ork, ja, macht Sinn. Die Rotwardonen. Ich habe einen Rotwardon nie gezockt und ich muss auch dazu sagen, dass das letzte Mal, dass ich Oblivion wirklich gespielt habe, ist schon gute 3 bis 4 Jahre her. Also ich kenne mich nicht mehr wirklich mit dem Game aus und ich ziehe mir die ganzen Kommentare auch mehr oder weniger gerade aus der Nase. Ich habe hier kein Skript vor mir liegen, habe nichts vorbereitet und steige einfach mal ein. Also verzeiht mir, falls es anfangs noch nicht so routinemäßig perfekt läuft. Ach ja, gut, ja, dann haben wir noch die Waldelfen. Ja, Waldelfen tun das, was Waldelfen eben am besten können. So, natürlich kann man für jede Klasse noch männlich und weiblich einstellen. Und wie man sehen kann,
Ja, sind die Charaktermodelle vor allem im Bereich des Gesichtes nicht sehr überzeugend gemodelt. Da werden wir auch gleich nochmal bei der Charaktererstellung, bei der richtigen Charaktererstellung nochmal sehen, dass es ziemlich schwer ist, einen gut aussehenden Charakter zu erstellen. Die Argonia, sogenannte Echsenmenschen, ja, geben der ganzen Charakterauswahl noch die gewisse Würze, zusammen mit den Khajiit. Und ja, eine interessante Rasse, eine Reptilienrasse. Dann haben wir noch die Bretonen, das sind eher, die eignen sich besonders gut, wenn man einen Magier machen will, einen Menschenmagier. Die haben da noch ein paar Vorteile, rassenmäßige Vorteile. Und die Dunkelelfen, ja, auch eine sehr bekannte Rasse. Dann haben wir noch die Hochelfen, also wir haben hier wirklich eine ganze Palette voller Klassen, zwischen denen man sich entscheiden kann. Ja, dadurch dauert die Charaktererstellung natürlich auch immer ein ganzes Weilchen. Ja, dann schauen wir mal. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt einfach einen Waldelfen gewählt, weil ich diesmal Lust habe, einen Bogenschützen zu spielen. Und ja, dann im nächsten Screen könnt ihr natürlich wieder eure Rasse wechseln bei Bedarf. Ihr könnt das Gesicht beliebig einstellen und da gibt es wirklich massig Optionen. Ihr könnt das Verhältnis zwischen Braue, Nase, Kinn, Stirn, Nasenwurzel, alles Mögliche. Die Brauen könnt ihr einzeln einstellen, die Wangen, haufenweise Schieberegler für die Wangen allein schon, für das Kinn haufenweise Sachen zum Einstellen, die Augen und die Stirn, also das ist wirklich, und Kiefer, Mund, Nase, das kann man wirklich, man kann Ewigkeiten damit rumspielen und viele Leute verlaufen sich da auch und dadurch kriegen sie eben sehr deformierte Charakter. Dann der Teint, was auch immer. Hautfarbe, Barthaarfarbe, Augenfarbe, Augenbrauen, die Lippen, die Farbe der Lippen und ja, die Nase. Die Nasenflügel und lauter so Sachen. Und für alle Leute, die sich nicht mit den ganzen Sachen abgeben wollen, gibt es natürlich noch die zufällige Gesichtsgestaltung. Da könnt ihr je nach Bedarf so oft klicken, wie ihr Lust drauf habt, bis ihr irgendwann ein zufriedenstellendes Gesicht auf die Reihe bekommt. Neben dem Gesicht gibt es natürlich auch noch Einstellungen für die Haare, Haarfarben, da gibt es auch haufenweise Haarfarben, die man sich voreingestellt auswählen kann. Oder man kann sich mit diesen Schiebereglern auch selbst die Farben zusammenmischen und da können auch sehr kuriose Farbmischungen zustande kommen. Ja, so viel dazu. Und natürlich dann noch, ach, nehmen wir mal das Rot raus. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Frisuren, also auch noch ordentlich Auswahl. Und dann gibt es natürlich hier noch die Alterseinstellungen, die bestimmt einfach, wie glatt die Haut ist oder eben wie zerfurcht das Gesicht aussieht. Ja, und dann gibt es hier noch einen Hautschieberegler, wahrscheinlich mehr und weniger Haut. Ja, oder eben, ob das Gesicht mehr ausgemergelt aussieht oder eher schön rund und füllig. So, ich habe mit den Einstellungen noch ein bisschen rumgespielt. Und das sollte jetzt aber auch erstmal fürs Erste reichen. So, dann beenden wir das. Ja, ja, Waldelf möchten wir sein, okay. So, wir fangen dann hier, ja, ein kleines Tutorial. Ja, wir fangen hier in einer Gefängniszelle an und fragt sich natürlich, was ist hier los? Und dann haben wir hier noch ein paar Sachen, mit denen wir herumspielen können. Ja, gut. Und sag mir auch auf jeden Fall, gib mir ein bisschen Feedback in den Kommentaren, falls man mich zu schlecht verstehen kann oder ob ich, wenn ich zu laut bin oder falls ihr generell Fragen habt oder wenn ich euch einfach zu viel rede und ihr nur das verdammte Spiel sehen wollt. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Hey, Waldelf. Ihr habt euch da recht weit aus dem Wald gewagt, oder? Wie es scheint, sind eure fröhlichen Tage im Forst nun vorbei. Da verlasst ihr die Lichtungen von Valenwald nur, um in einem rattenverseuchten Loch wie diesem hier zu enden? Wirklich traurig. Was? Ihr müsst euch fühlen, als würden diese Wände euch erdrücken. Und schon werdet ihr den Verstand verlieren. Und dann werden euch die Wachen die Kehle durchschneiden, damit ihr endlich mit dem Geschrei aufhört. So ist es. Ihr werdet hier drinnen sterben, Waldelf. Sterben. Das denke ich nicht. Hört ihr das? Die Wachen kommen, um euch zu holen. Barus, verriegelt
Befehl. Meine Söhne, sie sind tot. Wer könnte das sein? Das wussten wir nicht, Herr. Der Bote sagte nur, dass sie angegriffen wurden. Nein, sie sind tot. Ich weiß es. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen. Was macht dieser Gefangene hier? Diese Zelle ist eigentlich tabu. Ups. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Wow, da, okay. Gefangener. Okay, ich gehe zur Seite. Zum Fenster. Geh sofort. Bleib aus dem Weg und dir passiert nichts. So, jetzt kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Es scheint uns niemand zu folgen. Bleib, wo du bist, gut. Gefangener. Auf geht's. Wir sind noch nicht aus der Sache heraus. Ihr. Ich habe euch schon einmal gesehen. Ich aber dich nicht. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft! Was geht hier vor sich? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Und wer seid ihr? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels. Und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle. Denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Was sollte ich tun? Oder ich gehe meinen eigenen Weg. Hier haben wir schon eine kleine Entscheidung. Aber im Endeffekt ist es vollkommen egal, was man wählt, weil man so oder so in die Story gezwungen wird quasi und man diesen Raum gleich verlassen wird. Egal, was man wählt. Also tun wir mal einen auf treu und ergeben. Was sollen wir tun? Ihr werdet euren eigenen Weg finden. Hütet euch, denn vor dem Ende werdet ihr viel Blut und Tod sehen. Bitte, Herr, Blut und Tod! Besser offen lassen. Von der anderen Seite ist ein Öffnen nicht möglich. Blut und Tod! Blut und Tod! Blut und Tod! Alles klar. Gut. Und somit kommen wir hier raus. Ha! Sucker! So, der da hinten bleibt da hinten. Ja, bevor es richtig losgeht, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich mal etwas aufs Interface eingehe. So, mit der Tab-Taste könnt ihr euer Inventar und alles aufrufen. Ja, mein Kerl sieht wieder so schrecklich aus. Na gut, egal. Darauf kommt es hoffentlich nicht an. So, hier unten in der Leiste, ganz unten, seht ihr die Elemente, die man auch in-game sehen kann. Die rote Leiste die Lebenspunkte, die blaue Leiste das Mana und die grüne Leiste die Ausdauer. Ausdauer verbraucht ihr, wenn ihr geschlagen werdet oder zu größeren Hieben ausholt. Magie ist hier, Magie, damit meinen sie das Mana, schlechte Übersetzung, ist hier natürlich mal wieder zum Zaubern da, so wie immer. Und was ich hier besser finde als beim Vorgänger Morrowind, ist, dass sich das Mana über die Zeit von alleine regeneriert. Das heißt, es ist deutlich einfacher, einen Magier zu spielen. Und natürlich wieder die selbstverständliche Lebensenergie. Stufenanzeige und alles. Ein Tab weiter haben wir unsere Ausrüstung, Waffen und Rüstung und alles. Wieder eine Stelle weiter haben wir die ganzen Zauber, die uns zur Verfügung stehen oder noch stehen werden. Und letzten Endes, wenn wir auf diesen kleinen Mini-Kompass drücken, haben wir hier immer eine Ansicht der Karte. Auch natürlich extrem nützlich, dass man sich später in den Dungeons nicht mehr verläuft. Ja, da ich Waldläufer genommen habe, sieht man auch noch verschiedene Neigungen bei den Skills. Anfängliche Neigungen. Wie zum Beispiel Akrobatik, leichte Rüstung, Schütze. Was natürlich perfekt passt, da ich einen Schützen machen will. So viel zur Einleitung, so viel zum Interface. Und ich glaube, das reicht auch erstmal. Ihr wollt nämlich das Gameplay sehen. Das ist schließlich ein Let's Play und nicht ein wie spiele ich Oblivion und um was geht es hier überhaupt. Gut, dann wollen wir mal.